Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 29. Juni 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit den Konstellationen zum Wochenende. Was erwartet uns am Wochenende, also heute am Freitag und am Wochenende aus astrologischer Sicht? Der Vollmond vom Donnerstagmorgen ist vorüber. Der Mond ist jetzt abnehmend, auch die Sonne ist über die Opposition des Saturn hier noch eingezeichnet hinübergelaufen. Aber es bleibt noch ein bisschen Rest von der Steinbock-Neumond-Energie, denn der Mond befindet sich heute am Freitagmorgen noch im Zeichen Steinbock. Davon ist heute noch der Freitag geprägt. Heute Morgen um 11 Uhr steht der Mond hier auf Pluto, durchaus eine Energie, eine kurzfristig wirkende Energie, die uns in die Tiefe führen kann oder die uns auch in gewisser Weise auch dunkle Seiten präsent machen kann. Dann läuft der Steinbock jenseits des Plutos durch den Steinbock, also heute der Freitag durchaus ein Tag, an dem man auch gewisse Pflichten erfüllen kann, wo es nochmal auch darum geht, dass wir nicht unbedingt nur dem folgen können, woran wir Lust und Freude haben, sondern dass es bestimmte Dinge gibt, die wir tun müssen. Das kann sowohl nach außen verlagert sein, dass wir einfach viele Pflichten haben, das kann aber auch nach innen gelagert sein, dass es einfach gilt, sich mit bestimmten Dingen in uns auseinanderzusetzen. Und der Mond im Steinbock hat hier immer eine gewisse Dringlichkeit, einen gewissen Aufforderungscharakter. Das ändert sich aber am Wochenende, dann morgen früh, also am Samstagvormittag um 6.37 Uhr, der Mond vom Steinbock in den Wassermann wechselt, wo er sich dann das ganze Wochenende aufhalten wird. Erst am Montagabend geht es dann weiter in die Fische. Mond im Wassermann hat sehr viel damit zu tun, unsere Individualität zu stärken, hat sehr viel damit zu tun, zu schauen, wie frei bin ich eigentlich. Uranus, Wassermann, ist das Zeichen der Freiheit, der Befreiung, des Freiraums. Und wenn der Mond durch dieses Zeichen läuft, dann kann uns sehr bewusst werden, wo wir emotional gebunden sind, wo wir emotional nicht frei sind. Und zwar nicht unbedingt die angenehme Variante davon, dass ja nicht frei sein auch eine Form von Geborgenheit, Zusammengehörigkeit bedeuten kann, sondern unfrei in dem Sinne, dass wir nicht frei der Mensch sein können, der wir sein wollen oder sein könnten. Und es kann gut sein, dass wir mit dem Mond im Wassermann hier die eine oder andere Anstrengung machen, dem etwas weiterzukommen. Des Weiteren ist der Wassermann auch das Zeichen von Vereinigung von Gruppen. Das heißt, mit dem Mond im Wassermann könnte es sein, dass wir am Wochenende Gleichgesinnte suchen oder aufsuchen, mit Gleichgesinnten etwas unternehmen, was sozusagen auch uns entspricht. Und dass wir von daher sozusagen individuell in der Gruppe sind. Eine weitere größere Rolle hier am Wochenende spielt auch der Merkur. Der Sonnenbegleiter läuft der Sonne voraus, ist schon heute Morgen, am Freitagmorgen, vom Krebs in den Löwen gewechselt, steht jetzt hier gerade Anfang Löwe, ist hier noch etwas orientierungslos, was bedeuten kann, dass unsere Gedanken und Kommunikation vor allem hier am Freitagmorgen nicht so fließen, wie wir es kennen. Es könnte ja zu Verwirrung oder Missverständnissen kommen, das wird sich aber bald geben. Merkur im Löwen hat hier eine gewisse Ausdrucks- und Gestaltungskraft, sodass wir auch bedenken müssen, dass auch das gesprochene und sogar das gedachte Wort eine gewisse Macht hat, weil dadurch etwas bewirkt wird, in Gedanken in uns, in der Sprache, auch bei anderen. Wir können etwas, was wir zu anderen sagen, nicht zurücknehmen. Worte haben Macht, sie kommen an, sie bewirken etwas. Und hier sollten wir sehr darauf achten. Der Merkur wird vom Anfang Löwe, wo er steht, dann ein Quadrat machen auf Uranus. Dieser Aspekt ist morgen am Samstagnachmittag exakt. Hier gilt es, vorsichtig zu sein, dass wir nicht irgendwie
durch den Uranus getrieben Dinge sagen, denken oder unternehmen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, dass es zu so Übersprungshandlungen kommt. Oder dass wir uns Dinge auch entrutschen in der Sprache, die wir eigentlich gar nicht sagen wollten. Es gilt auch vorsichtig im Straßenverkehr zu sein. Merkur steht ja auch für die Bewegung, Uranus für die abrupten Wechsel, also sehr umsichtig auch damit umzugehen und eben auch nicht unbedingt eine gute Zeit dieses Wochenende, um weitreichende Entscheidungen zu fällen. Da würde ich zumindest bis zum Sonntag oder Montag abwarten, um wirklich ganz klar zu sein, dass ich das auch meine, was ich meine, entscheiden zu wollen oder zu müssen. Der Sonntag dann astrologisch gesehen ein bisschen ruhiger, könnte man sagen. Der Mond wird dann durch den Wassermann laufen und wo er auch am Montag dann noch hineinläuft. Und wenn er dann Montagabend in die Fische läuft, gibt es eine schöne Wasserzeichenverbindung zwischen Sonne und Mond. Aber das dann nächste Woche. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bis Montag.